Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Neuzugänge und bla bla. Ich glaube, das ist das sechste, wenn ich richtig liege. Ja, es ist mal wieder Zeit, einen Haufen Videos zu drehen. Also bitte wundert euch nicht, wenn ich in den nächsten Videos immer dasselbe anhaben werde. Aber heute ist Samstag und ich drehe einen Haufen Videos für euch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, alle im April hochzuladen. Also es kann auch noch sein, dass ich dann nächste Woche irgendwann eben den Monatsrückblick drehe und so weiter und so fort. Aber ich werde sie immer mal wieder für euch dann hochladen. Nun, ich habe eine Menge Neuzugänge seit dem letzten Neuzugänge-Video. Nicht alles ist von diesem Monat, aber eine Menge. Ostern war ja, wann war denn Ostern, meine Lieben? Ostern war ja letzten Monat. Ja, das würde so hingehen, oder? Wann war nochmal Ostern? Ach, ja, letzten Monat. Okay, gut. Ja, also ich habe, wie gesagt, eine Menge Neuzugänge und einiges davon kennt ihr schon aus anderen Videos, anderes nicht. Und das zeige ich euch jetzt ganz einfach mal. Anfangen wollen wir, weil ich habe das... Oh Gott, der Turm fliegt bestimmt um. Nach der Reihe der Zugänge, und zwar mit Soulless. Das habt ihr schon gesehen in meiner Rezension dazu. Da habe ich ja die Graphic Novel mit dem Roman ein bisschen verglichen und euch vorgestellt. Und das riecht immer noch so ekelhaft nach Tinte. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt lasst mich hier mal Platz schaffen, damit das nicht alles umfällt. Dann habe ich bekommen... vom Verlag Zwischen Ewig und Jetzt von Marie Lukas. Soll ein wunderschönes Buch sein. Ich habe es noch nicht gelesen, es ist sogar noch eingeschweißt, denn irgendwie ist dieser Monat nicht so mein Lesemonat. Dann auch vom Verlag Frostgras von Angelika Lauriel. Das Buch hat irgendjemand auf YouTube vorgestellt, so verlinkt, und ich fand den Klappentext so toll, dass ich es haben wollte bzw. rezensieren wollte, und der Verlag war so freundlich und hat gesagt, ich darf das. Ich hoffe auch noch, dass ich es diesen Monat lese. Dann habe ich wieder vom Herder Verlag Ein Jahr In, und zwar die neuesten Ein Jahr in Singapur und Ein Jahr in der Provence. Ihr wisst, ich liebe die Reihe und ich freue mich schon darauf, diese zwei Schmöker hier zu lesen. Dann die nächsten zwei Bücher kennt ihr schon, weil das waren meine Ostelwichtel-Geschenke, und zwar wieder Ein Jahr In und diesmal Toskana. Denn wie schon gesagt, es gehen mir noch ein paar ab. Ich glaube, ein Jahr auf Mallorca und ein Jahr in Moskau. Ich glaube, dann habe ich alle. Und Die hässlichste Frau der Welt. Das war ja in meinem Osterwichtel-Paket von Luna in the Woods, wenn ich das jetzt richtig sage. Dann habe ich mir gleich in der ersten Aprilwoche was gekauft und habe mir gedacht, hey, ich weiß, ich mache diese Challenge mit meinem Buchkonto, aber man kann sich ja mal was gönnen. Und diese zwei Bücher haben mich so angelacht, und zwar einmal Adorkable von Sarah Manning. Ist wieder so ein Young Adult Buch, glaube ich, nicht New Adult, Young Adult. Und hat sowas ja mit Highschool-Liebe, Bloggen und so zu tun. Und mir hat das so gefallen. Und auch hier die Aufmachung auf der Rückseite. Es ist ein recht dicker Wälzer, aber dann auch wieder groß geschrieben. Und ich wollte den einfach haben. Genauso wie ich dieses Buch haben wollte. Obwohl es, wie dieses hier, nicht gerade billig war. Ja, darauf achte ich. Ich möchte ja mein Buchkonto nicht überstrapazieren. Und zwar... Silver Linings von Matthew Quick. Erst einmal das Cover. An welches Buch erinnert euch das? Richtig, an The Fault in Our Stars von John Green. Allerdings ist das Buch nicht vom selben Designer. Ich habe da mal nachgeforscht und ich glaube, das ist nicht vom selben. Das Buch wurde ja verfilmt mit Jennifer Lawrence und dem Typen von Hangover, oder? Ist ja auch egal. Und Jennifer Lawrence hat dafür einen Oscar gekriegt. Ich habe den Trailer vom Film schon davor gesehen und fand das ganz toll. Wusste allerdings nicht, dass das eine Buchverfilmung ist. Ich wollte zuerst, hatte ich gemeint, das englische Buch, weil der englische Titel heißt Silver Linings Playbook. Wenn ich das jetzt richtig sage. Wir schauen schon nach. Ja. The Silver Linings Playbook. Aber da sind die Schauspieler drauf. Und das mag ich ja bekanntlich nicht. Und da ist mir das im Laden entgegengestorben. Ich habe gedacht, das muss ich haben, muss ich haben. Auch wenn es 16,95 gekostet. Aber es schaut so toll aus. Und es ist wirklich schade, weil ich werde es wahrscheinlich nicht bald lesen. Wie alles, was ich mir kaufe. Aber egal. Dann hatte ich mir ja gesagt, ich kaufe mir diese zwei Bücher und dann ist erstmal Schluss. Mehr brauchen wir nicht.
lassen wir mal gut sein, sind wir mal vernünftig. Naja, dann war ich in der zweiten Aprilwoche, habe ich meine Freundin in Passau besucht. Passau ist 60, 80 Kilometer weg. Ein bisschen größer wie das Städtchen, Dörfchen, wo ich lebe, wo es dann natürlich auch größere Buchhandlungen gibt. Allgemein ein Shoppingcenter. Und meine Freundin hat dann gesagt, ja, gehen wir in einen Buchladen. Das ist übrigens die Freundin, die mir auch mal ein ganz, ganz tolles Buch geschenkt hat. Und dann habe ich es gesehen, also folgendes Buch, was ich jetzt zeige, riesengroß an einer Wand mit Poster und so. Und ich hatte schon bei einigen Blogs, bin ich darüber gestolpert, habe mir dann die Inhaltsangabe angeschaut und habe mir gedacht, oh, das willst du haben. Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Und ich habe es mir dann tatsächlich gekauft. Oh, und dabei war es dann wieder, ja, also teuer. Also es war eigentlich nicht teuer, aber für meine Buchkonto-Challenge schon. Und jetzt lesen das irgendwie alle und mal schauen, wann ich es lese. Aber das Cover allein ist schon so toll. Dann, wie war das denn dann? Genau, dann sind wir noch durch den Laden und meine Freundin sagte dann, ja, sie will jetzt mal was so, sie mag so Thriller, so Psycho-Thriller. Hat aber noch nie einen Sebastian Fitzek gelesen. Daraufhin habe ich ihr dann einen empfohlen, ich glaube zwar die Therapie. Habe noch telefonisch Rücksprache mit meinem Freund gehalten, weil der hat ja alle gelesen. Und gleichzeitig habe ich dann so gesagt, ach, ein schöner Liebesroman wäre auch nicht toll. Und sie sagt, sowas mag sie auch. Und dann habe ich ihr gleich gesagt, also ich bin zwar für viele Bücher Expertin, aber Liebesromane bin ich sehr, sehr eigen und lese da recht wenig. Das Einzige, was ich lese, ist Nicholas Sparks, auch wenn mich da noch nicht alles begeistert hat. Aber wir waren dann in dieser kleinen, also in dieser Ecke, wo 4, 5 Nicholas Sparks waren. Und ich habe ihr dann empfohlen, das Leuchten der Stille, das habe ich mir hier. Denn ich habe das gelesen und fand das ganz gut. Und ich muss mittlerweile sagen, ich bin ja schon so vergesslich, ich musste dann kurz die Kurzbeschreibung lesen, um ihr das richtige Buch zu nennen. Habe ihr gesagt, das wird ihr gefallen. Und wenn sie sich einen Sparks mitnimmt, dann muss ich mir natürlich auch einen mitnehmen. Und zwar Wie ein Licht in der Nacht. Viele von euch fanden es unheimlich gut. Ich habe mir jetzt das Taschenbuch geholt. Ich finde die neuen Covergestaltung übrigens sehr schön. Ich wünschte, ich hätte alle ein Hardcover. Das würde so toll ausschauen wie bei der Cossi. Aber ja, da ich es nicht abwarten konnte, das gebraucht über Rebuy zu kaufen, habe ich mir halt das Taschenbuch gekauft und habe das jetzt eben im Regal. Möchte ich gern sehen, weil der Trailer zu der Verfilmung schaut ja schon so toll aus. Ja, und nachdem das passiert ist, jetzt habe ich Ihnen jetzt das darüber gelegt. Na, egal. Und dann war ich eigentlich schon auf dem Weg zum Ausgang und mir dachte, zwei Bücher, das ist genug. Zusätzlich habe ich meinem Freund noch eins mitgenommen. Aber dann habe ich dieses Buch gesehen und habe gedacht, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, okay, die meisten, wer mich auf Facebook verfolgt, hat es schon gesehen. Die Beste zum Schluss von Michael neu eingeschweißt. Kossi hat es mal vorgestellt, fand es ganz gut. Und jetzt passt auf. Tada! Nur 4,99 neu eingeschweißt. Vormals 16,99. Also, wenn man das nicht mitnimmt, dann ist man ja definitiv doof, oder? Also habe ich es mitgenommen. Dann habe ich wieder Bücherpost vom Verlag bekommen, und zwar Dir verfallen vom Diana Verlag. Ich habe es auch schon auf meinem Blog rezensiert, hat knappe 3 von 5 Büchern gekriegt, weil das wirklich doof war. Dazu will ich gar nicht mehr sagen, es war wirklich doof und ich habe keine Ahnung, ob ich den zweiten Teil lese, beziehungsweise wenn, dann nur auf Englisch, weil das so blöd übersetzt war. Also ja, da reden wir uns gar nicht drüber nach. Dann hatte ich eigentlich, also, ich tausche ja ab und zu Bücher. Mich wurde angeschrieben, ob ich die 2 Sherlock Holmes Bücher, also ich habe Young Sherlock Holmes 1 und 2 und wollte die nicht mehr, ob ich die verkaufe. Dann sage ich, nein, Rezensionsexemplare, die tausche ich nur, weil, wie ihr alle wisst, wir dürfen die nicht verkaufen, weil man darf daraus keinen Profit ziehen. Nun, das habe ich dann gemacht. Ich habe dann gesagt, ich tausche auch gern 2:1, weil ich wollte das gegen dieses Buch hier tauschen. Deine Lippen so kalt von Amy Gary. Das Sache ist jetzt nur, das hat über 2 Wochen gedauert, bis dieses Buch dann mal bei mir war. Und wie es anscheinend so ist, sind meine 2 Bücher, die ich in einzelnen Buchsendungen verschickt habe, also 2 Briefe,
verschwunden und nicht bei derjenigen Person, mit der ich getauscht habe, aufgetaucht. Nun, hat sie mir dann irgendwann doch dieses Buch geschickt, obwohl meine Bücher anscheinend immer noch nicht da sind. Und ich bin ja dann so nett und sage, ich kann das Buch hier nicht einfach behalten, auch wenn sie gesagt hat, sie hat es schon gelesen und habe ihr dann 10 Euro dafür gegeben. Weil das schaut aus wie neu und ich habe mir dann immer noch was gespart und ich bin ja einfach ein absolut netter Mensch. Ich unterstelle hier auf gar keinen Fall oder wenn dann nicht wirklich mit Absicht, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, aber die Leute, die mit mir getauscht haben, die wissen, dass das Zeug eigentlich wirklich immer ankommt. Okay, das war direkt die Woche vor Ostern, aber selbst ich habe in der Woche nach Ostern was angefragt und am nächsten Tag war das sogar bei mir. Und dass natürlich auch noch gerade die 2 Buchsendungen, die für sie sind, also gleich beide verschwinden und nicht auftauchen, ist schon merkwürdig. Ich sage jetzt auch keinen Namen und nichts, weil das muss jetzt wirklich nicht sein. Ich meine, ich habe jetzt das Buch, ich habe jetzt wirklich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, weil ich habe jetzt 10 Bücher gegeben und keine Ahnung, wo die anderen 2 Bücher sind, die eigentlich bei ihr sein müssten. Aber darum bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit dem Tauschen und tausche jetzt wirklich eigentlich nur noch mit Leuten, die ich besser kenne. Also das war anscheinend eine, die über meinen Blog gestolpert ist. Keine Ahnung, ob sie mich regelmäßiger verfolgt oder nur das jetzt gesehen hat. Keine Ahnung. Aber naja, das war ein sehr teures Buch sozusagen. Dann die letzten 3 Bücher sind jetzt wieder Verlagspost. Ja, es ist einfach so, April, Mai, März, da wird immer sehr viel rausgehauen an Büchern und es gibt eben diese neue Jugend-Fantasy-Reihe Sternenseelen, wenn die Nacht beginnt von Kerstin Flieger. Ich wurde daraufhin vom Goldmann Verlag angeschrieben und die haben dann, diese Dame hat die Alchemie der Unsterblichkeit geschrieben, davon habe ich schon was gehört. Auf jeden Fall, mich hat der Goldmann Verlag angeschrieben und hat gemeint, ja, wenn Sie dieses Buch interessiert, dann können Sie sich dafür anmelden. Habe dann dieses Formular ausgefüllt und dann ewig nichts gehört und habe gedacht, ja, dann halt nicht. Und dann lag es auf einmal in der Post. Darauf bin ich sehr gespannt, auch wenn das jetzt nicht hier anpasst, aber die beiden Damen heißen Kerstin. Auch das neue, die neue Fantasy-Reihe von Kerstin Gier, darauf bin ich sehr gespannt. Dann kam ein Buch, oh, das war so toll, das habe ich mir schon gelesen. Und zwar Beautiful Disaster von Jamie McCurry. Ein New Adult Book, so heißt dieses Genre, New Adult. Wenn man allerdings dem Buchrücken so zudenkt, meint man, man hätte vielleicht etwas Shades of Grey-lastiges, weil, jetzt pass auf, Abby lässt sich auf diesen Typen an und da steht jetzt zum Schluss Strudel aus Zuneigung und Zurückweise, Hingabe und Leidenschaft, der halt beide bis an ihre Grenzen treibt. Und ganz ehrlich, Leute, da denkt man doch so ein bisschen, ja, ist so Crossfire-mäßig, oder? So ein bisschen mehr Erotik. Nein, ist es nicht. Es ist eben ein perfektes New Adult Book. Das ist bis jetzt mein Monatshighlight. 5 Sterne Bücher, perfekt. Dazu wird es eine Videorezension jetzt danach noch geben. Denn es war einfach toll und es war so perfekt. Und ja, natürlich ein paar Erotik-Szenen, aber nicht diese dominante, extrem alles ausführlich beschriebene Sache, sondern so passend und stimmig und es wird auch, das hier soll eine Reihe sozusagen sein. Also einmal gibt es das Buch Walking Disasters, da wird die ganze Geschichte nochmal aus der Sicht von ihm, Travis, erzählt. Hier ist die Sicht aus Abbys, die Geschichte aus der Sicht von Abby. Und anscheinend soll es mehr Bücher geben, die sich mit Travis' Brüdern befassen. Zuerst dachte ich mal, nochmal dasselbe Buch aus einer anderen Sicht musst du nicht lesen, aber ich glaube, das muss man lesen, weil das erste war schon so gut. Ich glaube, das Walking Disasters wäre noch besser. Und als letztes Buch, wir haben es also jetzt fast geschafft, ein dritter Teil, auf den ich lange gewartet habe, denn es ist Fantasy aus Deutschland und ich fand ihn wirklich gut. Magiria, der Traum des Schattens von Lena Klaassen. Was ich jetzt hier ein bisschen schade finde, ist, zuerst hatten die Bücher eine andere Covergestaltung, dann kam Band 1, also so ähnlich aufgemacht, andere Farbe. Ich glaube, die Farbe bei Band 1 ist blau, genauso so mit blauer Schrift, als Taschenbuch raus. Und zeitgleich kam dann Band 2 mit lila Schrift als Hardcover raus. Also weil sich wahrscheinlich die Leute gedacht haben, machen wir doch Hardcover. Ich weiß nicht, anscheinend hat sich das nicht so gut verkauft und es ist Band 3 gleich als Taschenbuch rausgekommen. Es schauen jetzt alle 3 natürlich wunderschön aus, gleich gestaltet, nur das zweite ist Hardcover.
stört mich ein bisschen, aber wir wollen ja nicht zu sein. Das ist wieder sehr dick und ich sage es nochmal, keine Ahnung, wann ich das alles lesen soll. Das ist so viel und es sind so tolle Bücher und ich habe momentan echt so eine Leseblockade, weil vor allen Dingen diese Woche, da ich jetzt noch Beautiful Disasters als Videorezension machen will, Malocchio oder wie dieses Buch hieß, und eine dunkle und grimmige Geschichte, das Buch, das ihr für mich im April gewählt habt, das will ich jetzt auch noch rezensieren. Drei. Und jetzt habe ich echt keinen Bock, kein Verlagsbuch zum Lesen oder irgendwas. Und jetzt hatte ich schon diese Woche ein Gespräch mit Missy Melissi und habe ihr auch gesagt, ich weiß nicht, was ich lesen soll, und habe ihr dann so aufgelistet, was mich interessieren würde. Und dann meinte sie doch, lies doch Final, den letzten Teil, dann hast du diese Engelssaga fertig. Ich ins Bett gegangen, Final gelesen, Prolog gelesen und gedacht, scheiße, du weißt echt nichts mehr von der Story, was passiert ist. Ich habe dann hat sie gemeint, dann lies doch jetzt die Göttlichreihe. Dann habe ich gedacht, oh nein, da muss ich dann wieder so viel griechische Mythologie nachlesen, damit ich das alles richtig zuordnen kann. Hab ich auch keinen Bock. Habe dann gemeint, ich würde Final weiterlesen. Gestern Abend, heute ist ja Samstag, ich lade das ja auch heute gleich hoch für euch, habe ich dann so gut wie nichts gelesen, weil ich bin spät daheim, habe dann gepuzzelt. Übrigens, ich habe soeben für den Sommer das Puzzeln wieder für mich entdeckt und dann The Voice Kids angeschaut, was echt genialst ist. Und dann habe ich mich dann ins Bett verdrückt, nicht mit Final, sondern mit Ellen Bennett. Miss Forsett findet ihre Füße, einen Kurzgeschichtensammlungsband. Das ist, glaube ich, jetzt, was ich brauche. Das ist so zum Entspannen. Und dann, wenn ich jetzt diese ganzen Videorezensionen gedreht habe, dann gibt es irgendwas von den tollen Büchern, die ich vorgestellt habe. Ja, was gibt's noch zum Blablan? Also wie gesagt, ich drehe eine Menge Videos. Es gibt jetzt hier diesen Neuzugänge-Video. Dann drehe ich das Your Choice für den Monat Mai. Dann gibt es 3 Videorezensionen und dann möchte ich noch diesen 50 Facts About Me Tag und noch so einen Lesetag, wo ich jetzt erst entdeckt habe, dass ich irgendwann mal getaggt worden bin, auch machen. Ja, ich habe also heute viel zu tun. Wie gesagt, wundert euch deswegen nicht, dass ich immer gleich ausschaue. Ich bin ja so eine Vordreherin. Ja, das war's von mir. Das Wetter draußen ist beschissen, nachdem es unter der Woche so schön war. Aber daraus machen wir nichts. Wir können ja dann puzzeln und lesen. Nicht wahr, meine Lieben? Ja, das war's eigentlich jetzt schon wieder von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau. Bis dann.